Bei den neuen Canon-Kameras, wie zum Beispiel der R6, R5, R3 und so weiter, kann man ja neben dem klassischen RAW-Format auch noch das Compressed RAW, kurz C-RAW, einstellen. Und es handelt sich hierbei um eine verlustbehaftete Komprimierung. Das heißt, man verliert tatsächlich Informationen. Und ich stand dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber deswegen. Und ich habe vor einem Jahr mal einen Kurztest gemacht, aber nicht wirklich viel. Habe mich aber selbst immer wieder gefragt, soll ich nicht doch auf C-RAW wechseln? Das hat einige Vorteile. Und ich dachte so, auch da ich von euch die Frage immer wieder gekriegt habe, in diesem Video schaue ich mir das einmal genauer an. Ich habe verschiedene Testaufnahmen gemacht mit verschiedenen ISO und überbelichtet und so weiter. Und vielleicht interessieren und überraschen euch die Ergebnisse. Zumindest muss ich sagen, haben sie mich sehr überrascht und ich habe meine Meinung komplett geändert. Gleich zu Beginn einmal, was sind die Vorteile von C-RAW? Nun, die Fotos sind durch die Komprimierung deutlich kleiner und zwar ist das ungefähr die Hälfte von der Originalgröße und das kann schon einen heftigen Unterschied ausmachen. Ich meine, ob ihr auf eine Speicherkarte 1000 oder 2000 Bilder draufbringt, das macht einen nicht unwesentlichen Unterschied, gerade bei längeren, interessanteren Shootings. Und natürlich geht das Ganze weiter. Es endet nicht bei der Speicherkarte. Wenn ihr die Bilder zu Hause auf dem Computer oder auf eine externe SSD importiert, braucht natürlich dort die C-RAWs auch nur die Hälfte des Speicherplatzes. Und anschließend müsst ihr die Daten noch backuppen, am besten auf nochmal zwei verschiedene Festplatten, die räumlich getrennt werden und so weiter. Und auch hier gilt wieder, es braucht nur die Hälfte des Platzes. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist für mich nicht wirklich ein extrem entscheidender Grund. Ich sortiere meine Fotos halbwegs rigoros aus. Das heißt, auch wenn ich weiß nicht, 50 bis 100.000 Fotos vermutlich pro Jahr mache, bleiben schlussendlich noch irgendwie 2.000, 3.000 übrig. Und da spielt die Dateigröße nicht mehr so eine Riesenrolle. Allerdings vielleicht in dem kurzen Zwischenstadium, wo ich die Fotos einmal rüberlade, noch nicht aussortiert habe. Auf der Speicherkarte ist es hier wichtiger. Nun, vielleicht ein bisschen, aber mittlerweile habe ich eine 512 GB Karte drin. Was hier mehr ins Gewicht fällt, ganz ehrlich, sind 4K, fehlt mir für euch, für YouTube, besonders mit dieser Zeitlupe. Aber was wirklich entscheidend sein könnte, ist, dass der Puffer viel größer wird durch das C-RAW. Und Canon gibt in der Betriebsanleitung der R5 an, dass man zum Beispiel im RAW-Format 180 Fotos in Reihe auf die CF-Express-Karte schreiben kann, in C-RAW hingegen 260 Fotos. Meiner Erfahrung nach, die Werte muss man eh mit Vorsicht genießen, denn die sind immer mit 100 ISO aufgenommen. Ich fotografiere nicht mit 100 ISO fliegende Vögel, in der Regel eher mit 1600 ISO. Dann haben wir größere Dateien, das heißt, statt 180 Fotos haben wir vielleicht nur noch 140, die draufgehen würden. Und Gott bewahre, was ist, wenn wir auf die Idee kommen, den elektronischen Verschluss zu nehmen, dann haben wir noch weniger. Also hier. Ich muss sagen, es ist nicht häufig passiert, aber ein, zwei Mal bin ich tatsächlich an den Anschlag gekommen mit dem Puffer und daher hat C-RAW durchaus mein Interesse geweckt. Ich denke, das waren genug Gründe für C-RAW. Ihr könnt euch denken, wieso ich skeptisch war. Es ist eine verlustbehaftete Komprimierung, das heißt, gewisse Informationen gehen weg und ich habe mich halt dann doch gefragt, sieht man das unter Umständen? Vielleicht nicht, wenn ich das Foto mache und eins zu eins reinzoome, aber was ist, wenn es einmal eine kritischere Situation ist? Als Beispiel kommt mir immer der Gänsesäger, das Männchen in den Sinn, das einfach einen extremen Kontrastumfang hat. Selbst im besten Licht muss man meiner Meinung nach einfach die Lichter und Tiefen ein bisschen anpassen. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es in den Situationen aus? Und deshalb jetzt hier der Test, ein bisschen auf die Vogelfotografie zugeschnitten. Ich habe mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen, da ich mit dem auch eigentlich Vögel fotografiere. Ich komme nachher gleich noch auf ein, zwei Einschränkungen dazu. Und ihr seht hier ein bisschen das Test-Setup. Ich habe ein Plüschkissen genommen und der Hintergrund ist diese Pflanze hier. Das Ganze ab Stativ mit 2 Sekunden Selbstauslöser, immer mehrere Fotos gemacht. Ja, ich würde sagen, das Schärfste rausgenommen, aber eigentlich waren alle gleich scharf. Es war eher ab Stativ. Ja, und hier seht ihr das erste Bild. So sieht die Szene aus, eine 80stel Sekunde, Blende 4,5, bla bla bla. Wichtig ist hier nur ISO 400. Also wir sind schon für die Tierfotografie, würde ich sagen, im eher tieferen ISO-Bereich.
Ich habe dann die Fotos ein bisschen bearbeitet, namentlich den Hintergrund hier bei dieser dunklen Pflanze etwas aufgehellt, dass man die Unterschiede etwas mehr sieht. Und ich sehe eigentlich keinen Unterschied, wenn ich eins zu eins hier ranzoome, sowohl was die Details angeht, als auch eben diese etwas heikleren Farbübergänge. Auf der linken Seite haben wir das RAW, rechts das Zero. Und ich werde versuchen, diese Dateien auch für euch irgendwie auf Dropbox oder so hochzuladen, dass ihr die runterladen könnt. Denn ja, ich denke, mit dem YouTube-Komprimierungsalgorithmus könnte es noch schwieriger sein, da Unterschiede zu sehen, als es für mich jetzt schon ist. Das war jetzt aber eigentlich auch das eher einfache Beispiel. Wie sieht es aus, wenn wir etwas weitergehen? Diesmal sagen wir, ihr habt die Belichtung vermasselt oder ihr wart beim Gänsesäger und wolltet die weißen Bereiche etwas schützen und habt etwas unterbelichtet, das heißt immer noch bei 400 ISO, aber jetzt haben wir eine 320. Sekunde, also zwei Blenden dunkler belichtet. Auch hier habe ich natürlich die Belichtung wieder hochgezogen und die Schatten etwas aufgehellt. Wir sehen natürlich deutlich mehr Bildrauschen, macht Sinn, wir sind ja bei sozusagen simulierten 1600 ISO. Allerdings muss ich sagen, sehe ich auch hier praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden Dateien. Also ich versuche jetzt wirklich ein bisschen aufs Rauschmuster zu schauen und ich habe die sonst nicht bearbeitet. Ich hatte einfach die Standard-Settings von Capture One aktiviert. Man könnte sich jetzt darüber streiten, ob man die auch komplett rausnehmen sollte, aber ich denke, das ist einfach ein fairer Vergleichspunkt, denn noch weniger von der minimalen Nachschärfung oder minimalen Rauschunterdrückung habe ich eigentlich eh nie. Und ja, also ich denke, wir können auch hier schlussfolgern, keine Unterschiede. Was passiert beim Gegenteil, wenn man jetzt das Foto versehentlich zu hell belichtet? Jetzt habe ich eine 40. Sekunde eingestellt. Hier dürften vor allem die Bereiche um die Ohren hier interessant sein. Und auch hier sehe ich echt keine Unterschiede. In hellen Bereichen sehe ich bei beiden Fotos noch Details. Ich habe auch die Lichter nachher im Computer noch weiter runtergezogen. Also da ist noch Spielraum vorhanden. Das heißt, soweit sehe ich jetzt hier keinen Grund zum das RAW noch verwenden. Ich sehe zumindest ja hier keine Vorteile. Doch wie ist es, wenn es etwas dunkler wird? Konkret 3200 ISO. Gemacht hier bei 3200 ISO den Hintergrund leicht aufgehellt, wie ihr seht, aber nicht massiv. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass hier im RAW die Farbübergänge ein Hauch feiner sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch Einbildung ist. Aber jedenfalls große Unterschiede sieht man nicht und auch die Schärfe sieht wirklich vergleichbar aus. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und pushen es noch etwas mehr, wieder zwei Blenden unterbelichtet. Und hier muss ich sagen, sieht beides so schlecht aus, dass ich irgendwie keine Unterschiede sehe. Also das will man nicht brauchen. Man belichtet ja auch meistens nicht unbedingt ganze zwei Blenden unter. Also das sieht wirklich auch wieder vergleichbar aus. Und schließlich noch der letzte Test. Was ist bei 3200 ISO, wenn man leicht überbelichtet hat und runterzieht, macht der Dynamikumfang in den hellen Bereichen mit. Und hier habe ich ebenfalls den Eindruck, ja, das sieht soweit wirklich gut aus. Die Details in den hellen Bereichen sind ebenfalls noch vorhanden. Wenn ihr kritisch seid, könnt ihr natürlich jetzt sagen, Fabian, dieser Test ist nicht optimal. Du hast mit dem elektronischen Verschluss fotografiert, der hat nur 12 Bit. Da wird man nicht so Unterschiede im Dynamikumfang sehen. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ihn deshalb genommen, weil ich mittlerweile bei der Vogelfotografie in 95% von den Fällen mit dem elektronischen Verschluss fotografiere. Aber wie ist es, wenn man eben auf den mechanischen wechselt? Ich habe ein, zwei Testbilder auch hier gemacht, mit einem hohen Dynamikumfang, das heißt Belichtung nachher etwas hochgezogen, Lichter runter, Tiefen hoch. Es war an einem anderen Tag, ein anderes Setting, aber im Prinzip Takeaway-Message die gleiche. Ich habe auch so gut wie keine Unterschiede gesehen. Eben ein, zwei Mal habe ich mich gefragt, ob ich das Gefühl habe, die Übergänge seien in den dunklen Bereichen, wo ich eben die Lichter auf 100%, die Tiefen auf 100% gepusht habe oder so etwas, ob da die Übergänge ganz wenig regelmäßiger sind. Aber ja, auch hier, ich meine, man muss immer sagen, Rauschen ist ein Zufallsprozess und ja, ich müsste das schon konsistent, denke ich, über mehrere Bilder sehen, dass man sagen kann, ja, das ist wirklich merklich schlechter. Also, wie sieht das aus? Werde ich auf Zero wechseln oder nicht? Ja, ich denke, für die Vogelfotos werde ich wechseln, beziehungsweise ich habe bereits gewechselt jetzt.
Für Landschaften bin ich mir nicht sicher. Ich denke, mit 14-Bit kann man hier eventuell wirklich am ehesten noch einen Unterschied merken, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mir, auch hier habe ich weniger das Problem mit Pufferspeicher, dem man vorgehen könnte. Ich behalte oder ich mache und behalte noch weniger Fotos. Das heißt, hier spielt die Dateigröße eine so untergeordnete Rolle. Und tendenziell sind auch Landschaftsfotos die Fotos, die ich etwas mehr bearbeiten muss. Nicht unbedingt die typischen Postkartenfotos mit blauem Himmel, aber die interessanten Stimmungen finde ich irgendwie morgens früh bei Sonnenaufgang, morgenrot, wenn man halt wirklich einen harten Dynamik- oder großen Dynamikumfang hat und die Kamera etwas Mühe hat, hier alle Tonwerte schön wiederzugeben, out of camera, wo man halt wirklich im Post-Processing ein bisschen tiefen Lichter mit der Graduationskurve arbeiten muss. Und hier vielleicht noch ein Vermerk auf diese sogenannten Individualeinstellungen oder wie die heißen, die C1, C2, C3, Individualaufnahmemodi, glaube ich, die ihr ja nicht nur bei der R5, sondern auch R7, R6 und so weiter habt. Ich habe mir hier den Modus 3 eher für Landschaften eingestellt, 1 und 2 für Vögel. Das heißt, 1 und 2 werde ich im C-Raw behalten und in 3 werde ich das Raw einstellen. So habe ich ein bisschen das Beste von allem. Wenn ihr mehr über diese Modi wissen möchtet, habe ich hier oben ein Video verlinkt. Und ich glaube, bevor ich mich noch mehr verhasple, ist es besser, wir hören für hier auf für heute. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ciao!